Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles, Age of Sorcery, Kapitel 3, Chapter 3. Gameplay mit Mods. Und ja, das ist mein dritter Anlauf hier, diese Folge aufzunehmen. Lief nicht ganz so, wie ich wollte. Inklusive einem Software-Reboot, an den ich hätte denken können, weil ich die Zeiten ja selber eingestellt habe. Aber sei es drum. Wir sind hier im Westen und ich würde gerne sagen, ich bin mit dem Boot hierher gekommen, hier mit der Mannschaft, aber ihr seht natürlich oben an meiner Verderbnis, dass ich den Transportstein genutzt habe. Also, wen haben wir dabei? Wir haben dabei wieder einen Kellner, damit, falls es was zum Schleppen gibt. Wir haben dabei unseren Azubi, die Tamar the Slithering. Wir haben unsere Arlena Schneejäger, eine Dalincia Verwandte zum Draufhauen. Und wir haben hier unsere Hupfdohle, falls es was zum Heilen gibt. Die drei Level 20er, die haben Schweinefleisch, gekochtes Schweinefleisch gekriegt und haben einen entsprechenden Buff. Hier die Kollegen. Ne, die haben noch keinen Buff. Haha, die muss ich noch buffen. Das war's. In der Runde habe ich sie noch nicht gebufft. So, dann haben die Schweinefleisch, haben jetzt also alle den Schadensbuff. Und ihr seht, meine Verderbnis geht auch schon runter. Ja, ich war schon in der versunkenen Stadt drin. Dann hat es mir den Client gerissen. Dann hat es mich gekickt. Dann bin ich wieder rein. Dann ist mir hier OBS abgeschmiert. Warum auch immer, keine Ahnung. Und dann bin ich wieder rein. Und dann kam die Surfermeldung. Er kam die Surfermeldung. Neustart in 10 Minuten. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mag ich nicht mehr, weil es. Und dann habe ich gedacht, ah nee, komm, eigentlich, du wolltest doch die Folge noch aufnehmen. Und ich war ja noch nicht so weit. Also wie gesagt, die versunkene Stadt erkunden. Ich bin rein und ich zeige euch dann auch, an welcher Stelle ihr dann diesen Erfolgsschritt gut geschrieben kriegt. Pferd habe ich nicht dabei. Da gibt es immer Probleme, wenn es ums Tauchen geht. Die Pferde wollen zum einen keine Tauchmasken aufsetzen, zum zweiten haben sie Probleme mit dem Schnorcheln. Oh, sehr schön. Mit dem Schnorcheln und von daher macht es relativ wenig Sinn. Die Pferde mitzunehmen. Zu denen zulegen wir natürlich. Gut. Dann brauchen wir das nicht und das nicht. Das Gold nehmen wir mit. Das nicht. Das nicht. Wo haben wir denn? Und Dämonenblut, da kann ich mittlerweile auch schon damit handeln. Der Eingang in die versunkene Stadt, für die, die es nicht wissen, ist hier in der vergessenen Stadt von Xel'Har. Das ist diese Ruinenanlage, alles voller Affen. Und hier im Hafenbereich, da seht ihr da drüben schon das Ruderboot. Und da geht es dann in das Dungeon, in die Instanz. Das ist ein komplettes Gebiet, sehr, sehr schön gemacht. Hier könnt ihr noch Ruder lernen, könnt ihr ein Ruder herstellen, jemand über den Schädel ziehen. Und das hier ist das Ruderboot. Und jetzt hoffe ich, dass uns diesmal nicht wieder den Client zerlegt. So. Hier geht's hoch. Ist der Weg, den ich nehme. Kann hier außen rumschwimmen und so, ja, um zwei, drei Kämpfe zu umgehen. Und hier in dem Bereich kommen dann so Plingplung, die versunkene Stadt erkunden ist. Dann wird dann abgehakt hier. Und eben auch die Meldung, dass man die versunkene Stadt entdeckt hat. Huhuhu. So, hier gibt es ein Buch, das ist nur Geschichte, gibt also kein, ihr seht hier kein Emote oder sowas. Der obere Wächter ist wachsam, der Hauptmann der Tiefen bereit. Der Erlöser wird den Schleier der Zeit lüften und aus ihrem Gefängnis entkommen. Wenn sie kommen, wird Blut fließen. Wenn sie kommen, wird Blut fließen. Klingt schon mal sehr gut. Ich denke, da ist ein bisschen was geboten. So, da wird jetzt gleich
Blut fließen, da ist The Watcher Above. Ich bin auf Deutsch, ja. Und ein Kultist of Dagon, die machen wir platt. Die können ganz ordentlich, also der hier, der oder die kann ganz ordentlich austeilen. Du hörst mal auf, hier meinen Kollegen in den Rücken zu schießen. Das ist nicht. Also, wenn man hier mit einem Begleiter reingeht, sollte man auf jeden Fall gutes Heilmittel, also Nahrungsmittel zum Heilen dabei haben. Die teilt, wie gesagt, ganz, ganz lustig aus. Das hier nehmen wir mit, falls wir es brauchen. So, was ganz wichtig ist, hier könnt ihr die alte lemurische Axt lernen. Das ist die Axt, mit der ich rumrenne. Und ihr seht hier, die hat mit dem besten Schmied auf der besten Werkbank und mit dem Kit, das ihr im Warmaker Dungeon lernen könnt, Gesundheitsschaden von 68 und dann immer noch bei 26% Rüstungsdurchdringung. Das ist die einzigste Axt, die per se Rüstungsdurchdringung drauf hat. Also von daher lohnt sich's auf jeden Fall. Und hier kommt ihr rein, ihr könnt direkt auch wieder raus. Also das heißt, wenn ihr hier zurückgeht, den Weg runter, könnt ihr einfach das Boot anklicken und seid ihr wieder raus. Das heißt, ihr könnt, sobald ihr Sternenmetall herstellt, ja doch, Sternenmetall verarbeiten könnt, könnt ihr herein, Klops erledigen, anklicken und wieder rausgehen. Ich habe es noch nie probiert, einfach nur anzuklicken und wieder rauszurennen. Könnte sein, dass es auch funktioniert. Bisher war ich immer so fair und habe den Wächter erledigt. Aber vielleicht muss man es gar nicht. Hier lohnt sich's, wenn man möchte, gerade auch Early Game. Also Early Game im Sinne von, wenn man so gerade mal Level 55 oder 60 geworden ist. Ab wann kann man Sternmetall verarbeiten? Ne, die Waffe ist auch, die kann ich, glaube ich, erst ab Level 60 herstellen. Ja klar, episch. Und aber man kann hier, wenn man möchte, diese Rüstungsteile ein bisschen farmen. Man hat hier ganz gute Drop-Chancen. Ich habe jetzt hier einen Renten. Die, was macht die hier? Ja. Ihr seht, die haben relativ gute Chancen, das Zeug droppen zu lassen. Und der ist jetzt verschwunden. Okay. Ach nee, da liegt er. Oder sie. Und der hat auch. Also lohnt sich. Ja. Alles, was man stapeln kann, nehmen wir mit. So. Nee, habe ich genug. So. Hier haben wir jetzt den Bereich, wo wir nachher tauchen müssen. Geronimo. So, das heißt, entweder hat man. Ich lasse den mal kurz fertig labern. So, entweder habt ihr die Tauchermaske, das ist die Unterwasseratemmaske, die ihr von Timers bekommt, oder ihr habt Tränke, oder ihr habt Schwein wie ich und habt reißende Flut, was euch Wasseratmung gibt, und zwar unbegrenzt. Das heißt, ihr seht jetzt hier, ich habe keinen Atembalken mehr. Und das ist natürlich das Entspannteste. Wenn ihr den habt, tut euch den Gefallen, taucht hier ein bisschen rum. Zum einen gibt es hier einige Kisten zum Entdecken. Jetzt mit den Golem-Teilen lohnt sich's vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier, seitdem es die Golems gibt, das erste Mal drinne. Aber ja, vielleicht lohnt sich's. Man weiß es nicht. So, hier in diesem Dungeon eigentlich schon immer hat's gebackt. Ja, ihr seht, immerhin zwei. Wo ist der Rest? Ja, steht da unten. Kommt vielleicht noch, kommt vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
Okay. Erledigt haben wir mal. Ah, jetzt ist hier zumindest Bodat. 3 von 4 ist gar keine schlechte Quote. Und ihr seht, das ist unter anderem dann auch ein Problem. Das heißt, wenn ihr regulär nur mit einem Begleiter hier reingeht, kann das sein, dass der einfach hier irgendwo hängen bleibt, keine Lust hat mitzumachen. Das zweite ist, ich guck mal, geht's noch? Oh ja, es haben das eventuell gefixt. Ich werde immer wieder mal gucken, ob ich hier was geben kann. Das war lange Zeit ein Riesenbug, dass man den Begleiter nicht mehr ins Inventar fassen konnte, um ihnen potenziell eben was zu geben. Und hier gibt es das erste zum Lernen. Hier kriegen wir das lemurische Schwert und das lemurische, alte lemurische Schild. Und das war's, glaube ich. Kisten haben wir hier nicht. Guck mal aber mal. Sicher ist sicher. Ne. Ne, ne, okay. Dann geht es. Ah, jetzt sind sie alle 4 da. Schön. Dann geht es wieder zurück. Wieder einen Speer in die Hand nehmen. So, dann tauche ich einfach. Ich mache so zickzack, oder? Mache ich zickzack oder geht es darüber? Muss ich jetzt kurz gucken. Nicht, dass ich hier Mist erzähle. Ne, jetzt geht es darüber. Wenn man möchte, kann man hier nochmal hoch. Mit Atemdrang langt es eigentlich, dass man sich. Dass man hier rüber taucht. Und wie gesagt, da unten hat es dann auch Kisten. Sieht schön aus, oder? Sieht einfach cool aus hier unter Wasser. Also, rein von der Optik auch wieder eines der Dungeons, wo ich sagen muss, absolut gelungen. Wunderschön. Leider, wie gesagt, ein bisschen buggy. Mal gucken, wie es heute läuft. Ich bin seit dem letzten Update nicht mehr da gewesen. Lass mal labern. Mal gucken, theoretisch. Oh, alle 4 da, sehr gute Quote. Ja, du kannst zwar schießen, aber jetzt hast du deinen Kollegen in den Hintern geschossen. Der hat natürlich jetzt keine Chance, der wird zu Tode gestaggert. Der kommt überhaupt nicht zum Zuge. Der ist ganz gut mit der Dolche, wenn man hier mit einem Begleiter und als Tank sozusagen reingeht, der den Akku auf sich zieht und dann kann man da ganz gut den mit Dolchen einfach ausbluten lassen. Vielleicht hat man noch Gift dabei, dann hat man da noch gerade am Anfang die Möglichkeit einmal zu vergiften und hat dann nachher seine 10 Stapel Gift drauf. Das langt dicke. Und hier haben wir dann den lemurischen Dreizack gelernt. Also eine weitere Waffe. Der ist wohl, ich arbeite nicht mit Speere, der beste. Mal gucken, was der gibt. Ja. Der beste Speer. Und alles, was nach Fisch riecht, hier gibt uns die Schuppen. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das können wir auch rausschmeißen. Das können wir auch rausschmeißen. Weil die Schuppen brauchen zum einen für die Fischreusen, gibt noch ein paar andere Rezepte. Und wenn man möchte, man lernt dann auch diese besten Heiltränke im Spiel. Die besten Verbände kriegt man ja beim gequälten, gefolterten König. Da in Dingsbums. Hier, Könignische. Und die besten Tränke lernt man hier. Aber da braucht man dann diese Schuppen, um die Tränke herzustellen. Und ja, das heißt, wenn man die benutzt, muss man farmen. So, ich tauche dann hier rüber. Ja, im Prinzip ist es wurscht. Ist, glaube ich, wurscht. Wie gesagt, mal gucken, sieht man hier irgendwo Truhen? Ne, im Moment nicht. Vielleicht nachher auf der untersten Ebene. Ich hab das gerade die. Was er cool gemacht hat mittlerweile, man sieht ab und zu mal. Okay, ich lasse wieder labern.
Da kommt mal alle rein. Na, einer fehlt noch. Ich will, dass ihr alle da seid. Sind 3 von 4. Auch nicht schlecht. Du hörst auf zu schießen. Ah ja, da kommt sie. So. Mal gucken, ob der sich jetzt mittlerweile wieder regulär wehrt. Komm mal hier ein bisschen aus dem Qualm raus. Aus dem Dampf. Das ist ja Giftgas. Ja, komm, komm, komm. So, den. Aua, aua, aua. So, und jetzt haut er hier sein Gift raus. Da sollte man selber nicht drinne stehen. Oh, ich bin schon wieder vergiftet. Ich trinke mal schnell was. Und dann. Okay, das haben sie gefixt. Die letzten Male, wo ich hier drinne war, war der Kollege hier nicht so drauf. Der stand nur rum, hat seine normalen Melee-Attacken gemacht, aber hat nicht diese Giftwolke rausgehauen, was ja sein eigentliches Schadenstool ist. Den kann man auch noch mitnehmen. So, dann können wir mal kurz wieder aufräumen. Das kann raus. Gereinigtes Wasser, können wir mal einen Schluck trinken. Wie sieht's aus mit Essen? Essen können wir auch was. Nehmen wir das hier. So, okay. Hier haben wir auch wieder was zum Lernen, nämlich hier drüben. Da lernen wir jetzt Dagons Odem. Das ist dieser Tauchertrank, der noch besser ist wie der herkömmliche Tauchtrank, den man finden kann und, glaube ich, auch herstellen kann. Kann man den normalen blauen Tauchtrank herstellen? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier lernt man auf jeden Fall ein und der ist besser wie das, was man bisher hatte. So, jetzt geht's hier raus. Hier raus, da, da. Und jetzt geht's darüber. Cool. Ja, der Speer, diese Wurfspeere sind es ja eigentlich, reißende Flut, die sind super, super praktisch. Wobei mit der Tauchermaske von Timos geht's auch gut, also gar keine Frage. Und wenn man dann zur Not noch für zur Sicherheit noch Dings dabei hat, Tauchtränke, ist es überhaupt kein Thema. Der trifft mich, glaube ich, nicht richtig. Aber doch, jetzt hat er mich getroffen. So, meine Kollegen haben überhaupt keine Lust mehr mitzumachen. Ups. Komm. Jetzt muss ich mal kurz weg hier. Einmal nochmal Ausdauer holen. Und dann sollte der Geschichte sein. Jawohl. Haha, jetzt kommt sie. So, hier gibt es eine Menge an Truhen. Mal gucken, das ist nur Gold. Gold, Gold, Gold und Silber, Gold und Silber und Gold und Silber. Hier gibt es nichts zum Lernen. Hier gibt es, nee, bei dem gibt es nichts zu lernen. Im nächsten müsste es wieder was geben.
So, da haben wir noch eine Truhe. Da. Da kommen wir her. So, und jetzt bin ich am Überlegen, gehen wir da rein. Oder? Da, ja. Da muss man aufpassen, da gibt es so eine, wie so eine Giftwolke unter Wasser. So. Da hoffe ich, einmal wieder labern lassen. Sollen wir hier rüber rennen? Da hoffen, okay, eins, zwei, immerhin. Die sind blöd, all dieweil, da muss man sich selber drum kümmern. Ich würde die, wenn ihr einen Gefährten nur einen dabei habt, auf jeden Fall den einen auf den Boss hetzen, weil je nachdem, welche Waffe die haben, können die diese kleinen Wurmlinge hier nicht zerlegen. Und das heißt, die bringen überhaupt keinen Schaden raus. Und von daher ist es besser, wenn dann sozusagen der Gefährte, den man dabei hat, hier. Und down. So, die Würmer spawnen jetzt weiter. Das ist so. Und die geben Wundsekret, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wenn man will, ja genau, Wundsekret kann man die ein bisschen farmen. Und hier lernen wir den Tiefseefischer. Das ist der, der die besseren Reusen nachher und die besseren Reusen herstellen kann. Und damit diese Tiefseefische, wo eben auch der Dornhai dazugehört, der dann eben diese Buffs gibt, ja. Und man kann natürlich damit auch die normalen Fische fangen. Das heißt, die sind dann wirklich Ersatz für die. Na, kommst du eh her? So, jetzt. Du sind dann Ersatz für die normalen Fischreusen. So, man kann jetzt hier ewig bleiben. Der Weg hat da mal ein Dings davon gemacht, ein Video, sich in die Ecke gestellt und sozusagen seinen Gefährten, den er dabei hatte, leveln lassen, aber es lohnt sich nicht wirklich. Es lohnt sich nicht wirklich. Und wie gesagt, je nachdem, was er für eine Waffe hat, trifft er nicht mal richtig, der Gefährte. Und das ist dann auch blöd. So. Raus. Da hat es dann auch solche Giftwasserbereiche. Und hier wieder Truhe. Wow. Aber was anderes wie Gold. Das heißt, keine Ahnung, ob dann auch da eine Chance bei diesen besseren Truhen hat man eigentlich immer eine Chance auf die na, sagt's. Auf die Golem-Teile jetzt. Einfach mal gucken, sind alle da, ja. Und dann, und auch den zerlegen wir. Der riecht auch nach Fisch.
das rausschmeißen. Na ja, gut, das ist egal. Wir haben jetzt mal gerade 8 Schuppen, gell? Müssen wir mal alles Knochenschild. Und wir lernen hier die Lim, das sind diese Aloe-Extrakte, diese besten, die es gibt, wie gesagt, im Spiel. Aber teuer im Sinne von, man benötigt diese Schuppen zur Herstellung. Und ihr seht jetzt 8 Stück gefarmt. Kommt noch ein paar dazu. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass man hier mit Schuppen überladen rauskommt. Und jetzt sind wir dann im letzten Bereich gleich. Das ist auch zum Tauchen mit die längste Strecke, die und vorher, wo diese Giftwolken waren. So. So, was hier ein bisschen schade ist, ihr seht ja, es sind Gefangene drinne. Ja, genau. Man sieht schon, die ziehen Aggro und zwar, man kann die laufen lassen. Ich weiß nicht, wann der Fehler sich eingeschlichen hat. Na, ey, Kinnos, könnt ihr mal den hier. Danke. Man hat hier jetzt einen Hebel, wo man die Türen aufmachen kann. Es lohnt sich eventuell, das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Und zwar will ich wissen, ob wir in den Truhen was finden. Ihr seht, jetzt gehen die Dinge auf. Und die haben einen vorher, die waren vorher neutral und die haben einen geholfen. Okay. Das machen sie jetzt nicht mehr. Jetzt gehen sie voll auf Aggro. Und hier muss man aufpassen, wenn die Türen zugehen, ist man drin gefangen. Mal kurz warten, man kriegt es dann mit. Da sind welche drinne. So, dann raus. Die Kollegen, die beamt es natürlich raus, das ist nicht das Problem. Und da. Der Metall ist jetzt nicht das Thema. Na, was habe ich denn da gerade? War gerade Truhe über Truhe? Dachte, ich hätte hier was anderes gesehen, aber egal. So, und wie gesagt, man kann jetzt hier den Käfig nochmal aufmachen, dann kann man hier dann noch die Truhen plündern. Aber das sparen wir uns in diesem Durchgang. Und oh, da ein Golem. Ah, okay, wartet. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Ihr wollt's ja auch wissen, gibt's zu. Ihr wollt ja auch wissen, ob jetzt sich lohnt, ob da jetzt potenziell was in den Truhen sein kann. Da ist nichts drinne, da ist nichts drinne. Da ist nichts drinne. Das nehmen wir mit. Das. Ja, das brauchen wir nicht. Und das. Okay, und raus. Bevor sich die Türe schließt, und dann geht es hier weiter. Und da ist hier wieder so ein Stinkmorchel. Einer, der nach Fisch riecht. So, und jetzt haben wir wieder genau dasselbe Spiel. Das heißt, wir müssen jetzt wieder kurz zurückrennen. Aber den hier muss ich zuerst mal zerlegen. Ah, das nehmen wir mit. Und hoffen, und er hat wieder erschuppt. Das ist gut, wenn sie schuppen. So, und dann zurück. Und ihr seht schon, das ist eine Mordslauferei. Aber die nehme ich jetzt auf mich, weil ich natürlich.
So, hallo, da ist nichts. Hallo, da ist nichts. Hallo, da ist nichts. Und ja, und die haben, wie gesagt, die haben einem dann geholfen. Das war eigentlich ganz witzig. So, da können wir den hier wegen den Schuppen zerlegen. Da hat er das drin. Ja. Und die sind jetzt leider auf Aggro gebürstet. Und auch hier wieder Rüstungsteile. Und der schubt auch vor sich hin. Sehr schön. Dann tun wir das raus, das raus, das raus. Und es geht weiter. Nochmal ein Schuppiger. Na. Und ihr seht ja, also... Wenn ich noch so ein Staubsauger wäre, wie ich es früher immer war, eigentlich immer noch bin, ich nämlich nur für die Aufnahmen hier immer, für die Aufzeichnung immer, reiße ich mich zusammen. Okay, da ist nix. So. Und schupp. Und wie gesagt, wenn man es noch braucht, lohnt sich's wegen den Wundsekret. Nein, halt, ich will die hier. Danke. Wegen den Wundsekret. Mal gucken, wie viel wir da jetzt wirklich haben. Lohnt sich, dass ich da... ...450, ja. Also, nicht schlecht, was man so nebenbei geerntet hat. So, und jetzt sind wir eigentlich an dem Part, der wirklich spannend ist. Was ich schade finde, ist, dass ja die Zauberei in den... Dungeons abgeschaltet wurde, weil das wäre jetzt natürlich für Slowfall genau das Richtige. In dem Fall muss man gucken, dass man nicht zu weit springt, beziehungsweise... Na, das war jetzt Kappes. Weil man nicht klettern kann, muss man wirklich den Fallschaden in Kauf nehmen. So, jetzt heilen wir uns mal ganz kurz hoch. Und das ist auch so was, man sieht hier, aber man kann nicht rausschießen oder irgendwas machen. Das heißt, man muss auf jeden Fall noch die Etage runter, um dann gegen die kämpfen zu können. Da sehen wir den Fischkopf. Ist auch ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, denke ich, aber... So, das heißt... So, auch jetzt auf jeden Fall gleich was futtern und nochmal hochheilen. Die können ganz ordentlich Schaden machen. Ich werde versuchen, mich um die Kleinen erstmal zu kümmern, wenn ich sie treffe. Okay, dann machen wir bei dem hier, fangen wir an. Ja, wenn die Großen hier mit dabei sind, ist ein bisschen blöd. Ja. Jetzt kommt noch der zweite dazu. Ein Stapel Ding drauf. Und dann, denke ich, werden wir hier mal in die Vergiftung gehen. In die
verbluten Aktion gehen. Damit die Kollegen hier ich passe nicht gut auf, ich muss mal warten, bis meine Stamina ganz oben ist. Autsch. Okay, erste ist down. Gucken, hat der schon ordentlich Blutung drauf? Nee. Aber jetzt sollte das schneller gehen, weil ja der Linz ja hier mit von der Partie ist. Kurz warten und go. Okay. Also mit nur einem Begleiter ist das fordernd. Auf jeden Fall. Und da muss man eventuell gezielter darauf achten, dass man die zwei Dicken hier nicht pullt, während man mit den Kleinen arbeitet, weil das war jetzt gut machbar mit vier Begleiter. Ist es überhaupt kein Thema. Und ich habe gesehen, trotzdem zwischendrin hatte ich mal ganz kurz ein Agro. Nichts Dramatisches. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt hier wirklich mit nur einem Begleiter drin ist, dann ist das nochmal eine Klasse für sich. So, jetzt... So, und... Und fertig. Die gibt natürlich nichts Besonderes, klar. Und nicht vergessen, hier die Tafel, weil das gibt einen die Dolche von Dagon. Wohl mit die besten Dolche im Spiel. Und jetzt können wir raus. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt hier in der Wüste respawnen und das andere ist, dass man ganz normal hier im Dschungel wieder respawnt und man ist hier, wo das Boot ist. Das kann ich hier in Ruhe abmoderieren. Das war Dungeon Forscher, die versunkene Stadt. Finden und erkunden, abgeschlossen. Das heißt, das nächste wird die Silbermine sein. Das ist so ein Quickie. Ich höre doch, könnt ihr den mal bitte? Danke. Ja, aber das war jetzt ganz okay. Überraschend wenig Bugs. In dem einen da, wo sie nicht mitgekämpft haben. Und wie gesagt, das Blöde an der Stelle ist, wenn ihr nur einen Begleiter habt, dann kann es halt wirklich sein, dass der eine Begleiter das ein oder andere Mal einfach nicht mitspielen will. Wenn man mehrere dabei hat, dann hat man ab und zu Glück, dass wenigstens zwei oder wenigstens einer spawnt, rüberjumpt und man dann einen hat, der an seiner Seite kämpft. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann seid so nett. Gebt mir einen Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann seid so nett. Abonniert den Channel. Dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Oder wenn ihr schon abonniert habt, natürlich, dann vielen, vielen, vielen Dank. Und ansonsten wäre es cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier in Conan Exiles Age of Sorcery Kapitel 3 Gameplay mit Mods oder auch gerne Isle of Scepter Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und ihr wisst ja, ne, immer schön gesund bleiben. Bye, bye.